Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Teams in FIFA 20 Mobile. Und damit wünsche ich euch recht herzlich willkommen. Ich habe wieder einige Teams heute am Start. Vorerst ganz kurz, wie ihr hier bei der Serie teilnehmen könnt. Da kommen immer wieder mal Kommentare. Dennis, wo schicke ich mein Team? Wie kann ich dir mein Team schicken? Das Ganze läuft über Instagram ab. Ihr markiert mich einfach mit meinem Instagram-Namen. Ich heiße auf Instagram, ihr seht es, Pexunite96. Und ihr seht auch hier, dass sehr viele mich schon markiert haben auf ihren Teams. Das geht hier pausenlos weiter, Leute. Ja, hier ist auch ein Burger mit dabei. Grüße gehen raus an Ehrenschallo. Genau, da könnt ihr sehr gerne auf Instagram abonnieren. Da gibt es täglich ein Bild von mir. Ich mache es immer im Wechsel. FIFA Mobile Meme, Real Life FIFA Mobile Meme. Da gab es jetzt erst vorgestern, weil zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich dieses Video gerade aufnehme, müsste eigentlich, also wenn ihr dieses Video seht, müsste eigentlich schon das nächste FIFA Mobile Meme online gegangen sein. Genau. Hier beispielsweise, ja, wenn die Zeit abgelaufen ist, aber du noch das 10:9 machst, Leute. Wer kennt diesen Moment im Inversus-Angriff? Ich denke mal, jeder FIFA Mobile-Spieler. Das sind halt Memes, die wirklich nur FIFA Mobile-Spieler kennen. Obwohl, das kann man auch im normalen FIFA sagen, was man vom Pack erwartet, was man bekommt. Ganz klassisch, hier hinter den Kulissen, Leute, hier schöne Wasser am Start, hier Messi. Ja, Leute, ne? Checkt aus, checkt's ab, Instagram. Und markiert mich darauf und nutzt die Hashtags PaxArmy und PaxTrader. Genug rumgeschnackt, wir kommen zum Team von Justino787. Schon mal sehr sympathisch, hat hier einen kleinen Son Goku als FIFA-Karte mit am Start. Natürlich gibt es erstmal einen Like von mir, weil dann weiß ich, aha, das Team habe ich schon gesehen und bewertet. Ganz easy peasy. Er hat einen 119er Team, bedeutet schon mal 4 Punkte. Und ja, heute blende ich wirklich die PaxTrader-Punkte ein und vergesse das nicht. Beziehungsweise Cleansman macht das ja, ne? Cleansy macht das. Ich habe ihn letztes Mal ja eine Standpauke gegeben und jetzt macht er das ordentlich. Ganz genau. Easy peasy, lemon cheesy. So, er hat einen Jan Sommer im Kasten. Er hat einen Davis über links. Dann Cannavaro, Nacho, Fernandes, Cuadrado, Skulls, Zidane, Neuhaus, Sancho, Inaki, Williams, Carles, Perez. Ich denke mal, ihr wisst, was ich jetzt sagen möchte. Das ist auf jeden Fall ein gutes Team. Vorweg. Er hat aber einen Jadon Sancho als LM im LF, das gefällt mir nicht. Wenn du unbedingt einen Sancho, sage ich mal, spielen möchtest und du hast, also du möchtest ihn ja auf jeden Fall spielen, weil sonst hättest du ja die SBC nicht gemacht. Ist ja klar, er ist auch ein überragender Spieler. Jadon Sancho sehe ich in den nächsten Jahren irgendwo in der Premier League. Gehe ich ganz stark davon aus und Zinedine Zidane auch am Start schon. Und ich werde meinen wahrscheinlich heute Abend bekommen in der 20 Uhr Folge. Zinedine Zidane, den nächsten Stream gibt es übrigens am morgigen Mittwoch. Ist wahrscheinlich Ankündigung, alles und so wird euch wird noch angezeigt und werde ich noch einplanen. Und nähere Informationen dann sicherlich heute Abend in der 20 Uhr Folge. So, Jadon Sancho, mein Hinweis zum Team. Stell doch um auf 3-5-2 oder sowas. Oder 3-4-1-2, dass du auf jeden Fall Zidane spielen kannst und Sancho im linken Mittelfeld. Und auf jeden Fall Skulls behalte auch. Skulls ist auch mega. Also die Spieler, die ich jetzt nicht so richtig feiere, wäre, wenn dann überhaupt einen Cuadrado, sage ich mal, einen Carles Perez und einen Inaki Williams. Aber das sind alles drei keine schlechten Spieler. Wisst ihr? Aber es geht natürlich noch besser und deswegen gebe ich dir 4 Punkte nochmal oben drauf. Und somit landest du, lieber Justino, bei 8 von 10 PaxTrader-Punkten. Aha, dann haben wir hier wohl einen Bayern-Fan, ne? Der Christian. Christian Beck ist Bayern-Fan. Er hat ein komplettes Bayern-Team. Kann man fühlen, muss man nicht fühlen. Ich würde es auch fühlen, wenn ich ein komplettes Hertha-Team habe. Aber ich sag mal so, die Special-Karten von bestimmten Events sind einfach in der Regel, sind nicht alle so, aber sind in der Regel besser als die normalen Standardkarten, sage ich mal, ne? Ich finde das Team nicht schlecht. Es ist ein Bayern-Team. Serge Gnabry nicht auf der richtigen Position. Christian, das würde mich stören. Aber ansonsten kann man es auf jeden Fall machen, ne? Für das Bayern-Team gebe ich dir 4 Punkte. Und für die 112er, ich schaue auf meine schlaue Liste, bekommst du 3. Bedeutet, du hast einen Punkt weniger als der Justino und landest dir heute bei mir bei 7 von 10 Punkten. Und 7 von 10 ist überragend, Leute. Es ist ein Bayern-Team. Sagen wir mal ehrlich. Wer von euch ist Bayern-Fan, der hebt jetzt die Hand. Hier haben wir das Team vom Yannick Julian. Er hat auch nicht ein komplettes Bayern-Team, aber
Was mir richtig gut gefällt, er hat einen Jan Fiete Arp. Möchtest du mit Jan Fiete Arp komplett die ganze FIFA Mobile Season spielen und den immer hochtrainieren? Wenn ja, finde ich das irgendwie cool. Dann einen Thomas Müller als Oktoberfestkarte, fühle ich auch. Ein Dahoud, ein Angelino, ein Cousins. Ja, da muss ich jetzt sagen, ich würde da eher einen Florian Neuhaus oder so cool finden. Da gibt es eine coole Karte von Florian Neuhaus. Dann hier ein Serge Gnabry, einen Pavard, einen Süle, einen Alaba und einen Davis. Und im Kasten einen Hoffmann. Ja, moin. Also im Kasten würde ich auf jeden Fall einen Neuer reinstellen. Weil ich denke mal, der Yannick ist auch Bayern-Fan, so wie das ausschaut. Ich gebe dir ja nicht 4 Punkte wie dem Bayern, also wie das Team davor, sondern ich gebe dir 3 Punkte für das Team. Du hast eine 107er Gesamtbewertung, du bekommst nochmal 2 oben drauf und so landest du bei der vollen Hand, Leute. Ja, der Julian bekommt 5 Punkte von mir. 5 von 10 Packstrader Punkte. Oh, das sieht sehr interessant aus. 111er Team, halten wir schon mal fest, 3 Punkte. Dann ein Messi als, ist das diese La Liga Hero Rivalenkarte? Ich glaube ja, eine La Liga Rivalen. Boah, die sieht heftig aus, Mann. Hast du die gekauft oder hast du die damals erspielt beim Event? Das würde mich mal interessieren. Marco Reus, Bundesliga, sieht auch heftig aus. Ein Scholes, Petit, Weigel, Kluivert, Serge Gnabry, Piqué, Ramos, Cannavaro, Donnarumma. Also für mich ist dieses Team das beste Team, was ich heute bis jetzt gesehen habe. Und deswegen gehe ich so weit und gebe dir einfach mal die 5 Punkte. Lieber Mobile Gamer 94, natürlich auch ein Herzchen hier von mir. Ich gebe dir einfach mal die 5 Punkte. Es kann sein, dass noch bessere Teams kommen. Wenn noch bessere Teams kommen, dann muss ich denen auch halt 5 Punkte geben. Ist ja Klärchen. 111 plus 3, also 5 plus 3 sind somit 8 Packstrader Punkte für dich. So, dann haben wir hier Dave. Der Dave kommt mit einem Luke Bakio im linken Flügel. Ist aber eigentlich rechter Flügelspieler. Das gefällt mir schon mal nicht so. Stell, wenn dann im linken Flügel einen Bundesligaspieler rein. Du hast ja Neuhaus, du hast Davis. Dann kannst du Luke Bakio verkaufen für ein paar Millionchen. Und dann kannst du dir davon einen anderen Bundesligaspieler kaufen. Bülter. Aber Bülter ist wahrscheinlich noch zu teuer für dich. Ne? Du hast auch gerade jetzt hier 200k. Dann spar auf einen Bülter, weil ein Bülter passt halt rein. Auch wenn er Unioner ist. Egal, ist eine gute Karte. Cannavaro, Bono, Bender, Arthur oder du kannst halt auch einen Luke Bakio nach rechts stellen, weil du hast ja hier einen Bender. Dann stellst du Neuhaus hier hin, zack. Und dann hast du halt hier einen Davis mit einem Arthur und kannst im linken Flügel, ja, einen Barcelona oder La Liga Spieler reinstellen oder je nachdem. Auf jeden Fall musst du, entweder verkaufst du halt Correa, weil du halt Luke Bakio reinstellst oder du verkaufst halt Luke Bakio, weil du im linken Flügel einen anderen reinstellst. Ganz easy peasy, so. Ich finde Neuer gut, ich finde Davis gut, Cannavaro finde ich gut, Borno finde ich so lala, Bender ist auch so lala, Arthur ist okay, Sensi ist okay, Neuhaus finde ich gut, Luke Bakio finde ich gut, aber falsche Position, Mertens finde ich gut und Correa finde ich okay. Ja, bei mir gibt es ja so, ja, geht, okay, gut, sehr gut und geht gar nicht. So diese Bewertungen der Spieler gibt es halt bei mir hier auf meinem Kanal. 106er Gesamtbewertung, du bekommst gerade so einen Punkt. Nochmal zusätzlich oben drauf und ich gebe dir für dieses Team 3 Punkte. 3, das heißt, du bekommst insgesamt 4 von 10, lieber Dave. Und nein, es ist nicht mein Stuhl. 4 von 10 Packstrader Punkte für dich. Pacey Bits Love heißt da, hat ein gutes Team. Liked auf jeden Fall dafür. 114, Marvins 11. Also Marvin, du hast ein gutes Team. Wahrscheinlich heißt du Marvin. Ansonsten macht ja Marvins 11 keinen Sinn. 114 bedeutet 3 Punkte schon mal für dich. Und er hat einen Piontek, er hat einen Rahman, er hat einen Neuhaus, einen Davis und einen Stark. Die linke Seite gefällt mir gut. Wobei Piontek sehr geil ist, ein Neuhaus gut ist, ein Stark sehr geil, Davis sehr geil und ein Rahman ist okay. Origi, Salah, Chamberlain, Van Dijk, Arnold und ein Alisson. Und die rechte Seite ist komplett Liverpool. Wobei ich sagen muss, gibt es für Origi nicht einen anderen Spieler? Ich fühle Origi nicht so wirklich, sagen wir es so. Alle anderen Spieler, Salah, Chamberlain, Van Dijk, Arnold, Alisson, alle top. Alle top und deswegen gebe ich dir 4 Punkte für dein Team, Marvin. Und das somit bedeutet es, dass du hier mit 7 von 10 Packstrader Punkten rausgehst. Ich würde sagen, 2 Teams mache ich noch. Das Team von FIFA Mobile 20. Hat er Glück gehabt, dass er hier noch dabei ist. Wahrscheinlich hofft ihr jetzt alle, komm, bitte ist mein Team dran, bitte ist mein Team dran. Leute, keine Sorge, ich versuche alle Teams nach und nach abzuarbeiten, aber ich würde es auch nicht gut finden, sage ich mal, wenn ich jeden Tag eine Ich bewerte eure Teams-Folge mache, sondern ein paar Mal in der Woche definitiv ein paar Teams im Stream bewerten. Genau,
Und so kommen wir, denke ich mal, hoffentlich gut hinterher, obwohl jeden Tag mich sehr viele auf den Bildern markieren. Ja, und nach den Hashtags habe ich noch gar nicht gesucht. Wahrscheinlich haben mich viele auch noch viele nicht markiert und nur die Hashtags benutzt, kann ich mir auch vorstellen. Aber egal, Leute, ich gebe mein Bestes. Er hat hier einen Kimmich, einen Ramos, einen Cannavaro, einen Davis, einen Neuhaus, Dybala, Skulls, Messi, Mbappé, Mané und einen Sommer. Und es gibt keinen Spieler, wo ich irgendwie was zu meckern habe. Und deswegen kriegst du von mir 5 Punkte. Ich gebe dir 5 Punkte für dieses Team. No joke, true story. Gefällt mir sehr, sehr gut. Du hast eine 106er Gesamtbewertung. Dadurch kriegst du hier nicht die Top-Bewertung, sage ich mal, von allen. Sondern hast insgesamt nur 6 von 10. Aber 6 von 10 ist auch eine gute Bewertung. Auch 2 Punkte sind gut. Auch 3 Punkte sind gut, Leute. Das heißt ja nicht, dass euer Team dann schlecht ist automatisch, wenn ich mit euer Team mit 1 Punkt bewerte. Ne? Ist ja ganz klar. Vielleicht habt ihr Spieler, komplett Spieler drin, die ihr feiert, aber die ich nicht feiere, wisst ihr? So, das letzte Team kommt vom GKZ Kamil. Zack. Oh, 36 Däumchen hier, Alter. Schieß. So, er hat ein 117er Team mit... Sieht schon geil aus, ne? Hat hier auch die Ränge mit eingearbeitet, sage ich mal. Horry-Icon, Werner Player of the Month, Neymar Player of the Month, Brandt als dieser globale Team of the Week-Spieler. Sehr interessant. Dem hierbei ist auch okay. Serge Gnabry Player of the Month, sehr geil. Rashica noch eingearbeitet. Kamil, kann es sein, dass du Bremen-Fan bist? Oder warum hast du Rashica? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann es ja so sein, ne? Einen Kjær 97, einen Cannavaro und einen Roman... Ein Romagnoli und im Kasten ein Gianluigi Donnarumma. Ich finde das Team sehr gut. Ohne Spaß. Aber gebe ich dir jetzt 5 Punkte dafür? Ich glaube nicht. Ich gebe dir 4 Punkte dafür. Und dadurch, dass du eine 117er Gesamtbewertung hast, gebe ich dir nochmal 4 Punkte oben drauf. Und somit landest du bei 8 von 10, lieber Kamil. Und das war's für die heutige Folge, Leute. Das waren die Teams für heute. Nächstes Mal sind natürlich wieder weitere Teams dran. Und im Stream werde ich auch hier und da mal wieder Teams bewerten. Ist ja klar. Der nächste Stream, den gibt's am Mittwoch. Wahrscheinlich eher ein bisschen später Nachmittag. Kommt drauf. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Mehr Informationen dazu heute Abend in der 20 Uhr Folge. Und heute Abend die 20 Uhr Folge, Leute. Ihr wisst, was da passiert. Endlich. Ich habe so lange drauf gewartet. Ich bin raus. Haut rein und tschüssi.